Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Mr. Raw mit Rawlution. Moritz, schön, dass du da bist. Freut mich. Wir wollen euch heute zum Thema Hormonöle aufklären und sitzen hier mal wieder draußen in der Natur, wo wir beispielhaft sehen, wie in ätherischen Ölen oder in den sekundären Pflanzenstoffen der Pflanze auch die, sage ich mal, Dufthormone in die Luft abgegeben werden und dort für die Kommunikation, aber auch sexual- und partnerschaftliche Arrangements sorgen. Was das mit uns zu tun hat und mit ätherischen Ölen und wie wir sie verwenden können, wird uns heute der Experte Moritz verraten. Was sagst du zu ätherischen Ölen und Hormonen? Ja, also die Sache ist ja, heutzutage ist oft unser Hormonhaushalt extrem in Disbalance und da können wir natürlich definitiv was tun, ja. Eigentlich muss man da gar nicht so viel sachlich drüber reden. Man kann da auch, man kann es eigentlich so schon von sich selbst, vom Logischen her verstehen, dass es heißt ja immer, wir haben Wurzeln und die sind nicht auf Beton gewachsen. Mhm. Und das ist wirklich so, weil wenn wir heutzutage ganz in der Stadt sind mit Plastik und allem drum und dran, ja, das ist nicht so optimal für den Hormonhaushalt. Diese ganzen Phytoöstrogene und dann nehmen wir noch sehr, sehr viele hormonverändernde Chemikalien zu uns. Also viel, was unser Hormonhaushalt beeinflusst, also eigentlich die Kommunikation unseres Körpers, wie die Zellen miteinander kommunizieren, wie Energie gestoffwechselt wird, also wie deinem Körper signalisiert wird, so, ich muss jetzt Gas geben, ich brauche jetzt Energie. Oder so, ich muss jetzt schlafen gehen, ich muss jetzt müde werden. Genau. Also es hat auch was mit Schlafproblemen. Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Bereich, worüber wir gar nicht so nachdenken. Stimmt. Dann natürlich, wie du schon gesagt hast, sexualbedingt, ja, also Geschlechtshormone, Anziehung, ja, eben dieses Gefühle eigentlich, Gefühle. Die Gefühle, die ätherische Öle bei uns im Menschen steuern, im Körper. Sie sind verantwortlich für die Impulsübertragung. Sie sind eigentlich neben dem Nervensystem eines der Kommunikationsmittel, mit denen der Körper Signale überträgt und bestimmte Körperpartien ganz bestimmte Aufgaben gibt. Entweder Organe steuert, das Bewusstsein steuert oder was steuern die denn noch so, die Hormone und die Gefühle? Also das hängt ja damit zusammen, dass die ätherischen Öle einen sehr guten Zugang haben zu unserem limbischen System, also dem Hirnteil, der als erstes gebildet wurde. Mhm. Praktisch unser primitivstes Hirnteil, mit dem wir eben fühlen. Und wenn wir jetzt bestimmte ätherische Öle einatmen, wie zum Beispiel Zitrone, ist nachgewiesen, dass sich unsere Freude steigert. Mhm. Und das ist natürlich klasse, ja. Und durch die ätherischen Öle werden auch unsere Zellrezeptoren, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, davon hatte ich schon gesprochen, mit den Östrogenen und so, wenn man zu sehr künstlichen Stoffen ausgesetzt ist, wie Haushaltsreinigern, wie Plastikflaschen und solchen Dingen, dann nimmt man Phytoöstrogene auf, sprich hormonähnliche Stoffe, die in ihrer Andockstelle, indem sie an die Zelle andocken, zwar denselben Teil haben wie ein Hormon, also der Körper erkennt es als Hormon, aber am Ende keins ist. Und es ist eben wichtig, wie das ganze Molekül aussieht. Und wenn wir da keine astrein vom Körper selber gebildeten Hormone haben, sondern irgendwelche Chemikalien oder sogar extra Sachen, die das machen sollen, wie zum Beispiel die Pille, dann habe ich da natürlich ein großes Problem. Und davon sind wir eigentlich alle betroffen. Ich meine, wir leben heute alle in einer mehr oder weniger zivilisierten Welt. Wir trinken ein Wasser, in dem viele Hormone nachgewiesen wurden, ganz offiziell. Wir haben Hormone, wie gesagt, in fast allen unseren Nahrungsmitteln tatsächlich, weil die auch mit Wasser behandelt werden etc. etc. Wir haben auch hormonveränderte Substanzen in unserer Bausubstanz zu Hause, also viele Wohngifte auch. Wir haben sie in den Chemikalien, mit denen wir unsere Böden, unsere Bäder reinigen etc. etc. Aber es gibt ja eine Basic Line von Ölen, die da dem Menschen Abhilfe schaffen kann. Du erwähntest eben schon Zitrone. Das hätte man ja gar nicht gedacht, so ein harmloses Öl, dass es als auch, sag ich mal, den Hormonaushalt wieder so stark regulieren kann. Gibt es da noch andere? Ja, natürlich. Da gibt es einige ätherische Öle. Das funktioniert entweder so, dass spezielle Stoffe drin sind, die hormonidentische, naturidentische Hormone, also von der Natur selbst gebildete Hormone von den Pflanzen, denn die Pflanzen kommunizieren ja auch miteinander. Richtig. Über ihre sekundären Pflanzenstoffe, also über ihre Hormone. Richtig. Und signalisieren zum Beispiel im Wald die anderen Bäume über Schädlinge und die anderen Pflanzen. Und so kommunizieren die Pflanzen auch mit uns.
Sehr gut. Es ist ja so, man kann ja einen Wald als einzelne Bäume sehen, man kann es aber auch als komplettes System sehen. Also ein ganzer Wald als einen Organismus. So wie in unserer Zelle, wir haben einzelne Zellen und ein Organ und zusammen sind wir ein Organismus. Und so ist es Richtig. auch mit dem Wald. Und so könnte man das auch auf die Erde übertragen. Also die Welt ist ein Organismus. Und in dem Moment, wo wir uns aus diesem Organismus rausnehmen, also ohne Tiere, ohne Vogelzwitschern und so, das ist natürlich auch ein Faktor. Ja, da kommen wir jetzt mehr so in die Melodien und sowas, was auch einen Einfluss aufs limbische System hat. Aber jetzt zurück zu den ätherischen Ölen und auch die Pflanzen eben, die kommunizieren auch mit uns über ätherische Öle. Und in dem Moment, wo wir das eben nicht mehr machen, ist es natürlich klar, dass wir da Einbußen haben, sag ich mal so, an T-Killerzellen vor allen Dingen auch. Richtig. Unser Stresslevel geht hoch. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass unsere Augenweite nicht mehr so entspannt ist durch das Grün. Aber auch tatsächlich mit den sekundären Pflanzenstoffen. Denn auch wenn wir im Wald sind, nehmen wir sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe auf, denn die Bäume tun regelmäßig sekundäre Pflanzenstoffe ausstoßen und die sind genau auf 1,80 Meter Höhe. Deswegen Stimmt. nennt man es auch Waldbaden, weil man badet in den ätherischen Ölen des Waldes. Wunderbar. Und welche sind jetzt die, noch mal auf die Frage zu kommen, welche Ah, wirklich den größten ja. Einfluss haben? Ja, zum Beispiel Muskatnuss, sag ich mal so. Ich fange jetzt einfach mal so an mit so ein paar Sachen, die Genau, hau das einfach ist mal raus. extrem gut für die Durchblutung. Es öffnet die Arterien, die Venen und es wirkt ein bisschen wie Viagra. Also steigert es auch Testosteronspiegel oder was? Da kommen wir zu anderen Ölen. Da gibt es eine spezielle Ölmischung, die heißt Mister. Was näher dazu, wie die wirken und so, werde ich dann in dem Webinar eingehen. Dann mache ich jetzt hier keine Health Claims und in der persönlichen Webinar darf ich euch erzählen, was ich möchte. Genau, auf jeden Fall zu Was noch den, für Öle, zum Beispiel für Frauen? für Frauen zum Beispiel, da gibt es ja die Yamswurzel. Ja. Und die Yamswurzel wird ja auch so schon in Kapseln genommen, um Progesteron wieder zu steigern, weil bei Frauen ist es ja so, wir haben Östrogen und Progesteron und es muss im Gleichgewicht sein. Und Richtig. heutzutage viel zu viel Östrogen, viel zu wenig Progesteron. Sexuelle Unlust ist die Folge und sowas. Dieses Ungleichgewicht entsteht vor allen Dingen durch die künstlichen Hormone, aber auch durch die Pille, was mir eigentlich das größte Anliegen dieses Videos ist, dass man das als junge Frau niemals zu sich nimmt, denn der Stoffwechsel verwandelt sich in den einer 80-Jährigen. Der Stoffwechsel, wenn man die Pille zu sich führt, weil die Hormone ja eine Auswirkung auf jede Zelle, jedes Organ haben, Ganz genau. verändert sich so dermaßen, dass man dem einen 80 angeht. In welcher Hinsicht? In Hinsicht auf Libido, in Hinsicht auf Stoffwechsel eben. Ach Also, so, ja. also auch ganz, sage ich mal, Empfindungen Ja, und ganz sonstige, genau. die man so gar nicht damit in Zusammenhang bringt. Und so Ja. ist es ja auch bei vielen anderen Symptomen, die gar nicht mit einem, sage ich mal, Disbalance oder, sage ich mal, unharmonischen Hormonhaushalt zusammenhängen. Also viele Sachen wie Kopfschmerzen oder leichte depressive Verstimmung etc. etc. Und dadurch, dass auch so viele Schwermetalle in die Umwelt eingebracht wurden, hat sich unser Hormonhaushalt so mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen, dass er gar nicht mehr mit den natürlichen Regulationsmechanismen in der Natur in Zusammenhang kommt. Also sei mal ehrlich, wer von euch geht jeden Tag mindestens 1,5 Stunden in den Wald? Und überlegt mal, wir waren Waldvölker oder sind es noch? Evolutionsbiologisch, genetisch sind wir noch Waldvölker. Und wir brauchen die Terpene, die ganzen ätherischen Öle aus dem Wald. Und besonders hier unten an den Fußsohlen, ganz, ganz Oh wichtig, ja. ja. Deswegen die ätherischen Öle, wenn wir gleich zur Verwendung kommen, wichtig auf die Fußsohlen. Aber kurz nochmal zu den anderen. Also Muskatnuss, was wäre noch besonders gut? Nutzkatnuss. Also es geht darum, die ätherischen Öle speziell, welches für was gut ist, Sprechstöße. Es geht darum, dass wir den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das kann man eben mit speziellen ätherischen Ölen erreichen. Zum Beispiel eben darüber, dass sie bestimmte Sachen triggern, wie zum Beispiel, dass die Zellrezeptoren erst freigeputzt werden. Sehr Und gut. dann eben wieder natürlich Hormone mehr produziert werden Was können. zum Beispiel reinigt die Zellrezeptoren? Welches Öl würdest du da empfehlen? Oregano zum Oregano. Beispiel. Oregano und Thymian. Gut, das steht bei mir auf der Pyramide. Ja, vielleicht Ja, sollte ich mal genau. wieder anfangen zu nutzen. Auf jeden Fall. Und genau, und dann tut man eben mit bestimmten sekundären Pflanzenstoffen die Hormonproduktion wieder antriggern. Zum Beispiel gibt es auch ein spezielles Öl für die Schilddrüse, Endoflex, Ja. das auch wieder die Hormone balanciert und wieder die Produktion dieser Hormone anregt. Natürlich haben wir ein ganzes Hormonsystem. Wir haben 7 Drüsen im Körper und die werden nach und nach bearbeitet. Viele Leute kommen zu mir, sagen, ja, ich habe ein Problem mit Progesteron, Östrogen, sexuelle Unlust, habe die Pille genommen und so. Sag ich, ja, das ist so eine Sache, gell? Da muss man natürlich erstmal das Hormonsystem aufbauen. Es geht nicht nur, dass ich eine Hormondrüse regeneriere, ich tue alle regenerieren. Richtig. Und da fange ich bei der Hypophyse ganz oben natürlich an. Ganz genau. Die zentrale Drüse, die alle anderen steuert, ist die Epiphyse. Und
Zirbeldrüse, ihr kennt sie wahrscheinlich darunter. Jetzt ist es so, dass du bald tatsächlich, ihr seht, es ist schon wieder sehr weitreichendes Thema, dazu ein Hormonölabend veranstaltet. Ja, genau, also am 20.06. um 18 Uhr mache ich dann ein Webinar auf Zoom. Wer da die Einladung haben will, kann mir gerne auf WhatsApp schreiben. Und ja, auf dem Webinar werde ich erstmal vorstellen, wie wir die Chemikalien aus unserem Umwelt verbannen können, eben dadurch, dass wir keine Chemie mehr im Haushalt benutzen, Seifen, Waschmittel, Putzmittel, Spülmittel. Ich esse das ja jeden Tag, ich ganz benutze genau mein Spülmittel und esse das dann jeden Tag wieder von meinem Teller. Und dann am 26. oder 28., das steht dann unten, sehr gut, zeige ich euch, wie ihr dann mit den ätherischen Ölen euren Hormonhaushalt wieder regenerieren könnt und vor allen Dingen mit der von den Leuten, die mal die Pille genommen haben. Ganz wichtig, dabei sein. Sehr gut. Alles klar. Und das ist uns noch ganz wichtiger, wir hatten damals eine Weizengras-Challenge rausgegeben. Wie hieß unser Motto nochmal bei Weizengras? Ich probiere Weizengras. Und der Gewinner, hast du es gerade noch, hast du das Handy einstecken gerade? Ah, nee, aber wir... Wir werden den Gewinner hier unter diesem Video verlinken, also seinen Namen, und bitte anschreiben. Du hast gewonnen, 1 Kilo Weizengras war es, gell? Ja, genau, 1 Kilo Weizengras. Herzlichen Glückwunsch im Weizengras-Shop, hier unter auch nochmal verlinkt, kriegt ihr super frisches Weizengras und wir machen ab und zu mal so kleine Gewinnspiele. Schön, dass ihr dabei seid, Leute, und da mitmacht. Also, vielen herzlichen Dank und unser Sommerfest, unser geplantes, hat sich leider verschoben. Wir wollen ein ganz großes Sommerfest planen, wo wir jegliche Freunde aus der Szene einladen wollen, mit uns zu feiern und euch natürlich auch für die ganze schöne Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank. Noch dir nochmal vielleicht ein abschließendes Wort nochmal. Ja, auch für Männer der Hormonabend ganz wichtig, denn die Verweiblichung, Phytoöstrogen, da sind wir leider gar nicht drauf eingegangen, aber so Männerbrüste und so, gell, kein Engagement mehr, die Frau hat dir mehr zu sagen als du ihr. So Dinge, ja, da kann man natürlich auch gerne vorbeikommen. Verweiblichung, Verweichlichung der Männer, auch Thema, worüber wir vielleicht noch reden werden. Vielen herzlichen Dank euch allen. Lasst einen Daumen hoch da, ein Abonnement, folgt mir auf der neuen Mr. Raw Akademie. Wir kommen jetzt nach München auf die Revolution und falls ihr das danach schaut, das Video, schaut mal unten, wir haben die neuesten Sachen verlinkt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rokosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen im Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.